Hallo liebe Freunde von Dach und Holz TV, schöne Grüße aus dem wunderschönen Satteldorf. Ich bin hier bei der Firma Bauer Holzbau und die stellen Tektofix her, einen Montagetisch für Wand und Decken und vor allen Dingen auch Dachelemente. Ich schaue gleich mal rein, ihr kommt mit und ihr werdet staunen und wahrscheinlich viel lernen, wie immer bei mir. Ich bin da nicht einfach nur so hier, sondern es geht um Tektofix. Tektofix, habe ich eingangs schon gesagt, ist ein Montagetisch der Firma Bauertechnik mit ein paar Besonderheiten. Größte Besonderheit ist, im Gegensatz zu Weinmann und Hundegger und wie sie alle heißen, können auf Tektofix auch Decken- und Dachelemente gefertigt werden. Und das relativ einfach, wie ihr hier seht. Und bevor ich euch zeige oder euch zeigen lasse, wie das Ganze funktioniert, habe ich mir erstmal erklären lassen, was eigentlich ist an diesem System. Und das werde ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir fangen an der Basis an. Das hier, das sind die Längsträger und die machen ihrem Namen alle Ehre. Die sind richtig lang und auf denen werden verschiedene Elemente hin und her geschoben, die nachher die Balkenlage oder die Sparren halten. Was ihr hier seht zum Beispiel, das ist ein Spannschuh. Der Spannschuh wird über diesen Hebel hier entriegelt. Ja. Verschoben, relativ easy, fixiert auf euer Maß. Und der zweite Hebel hier, der ist dazu da, das Ganze an die jeweilige Sparrenstärke oder Balkenlagenstärke anzupassen. Also, das ist der Spannschuh. Davon braucht man natürlich viele. Ich habe mir sagen lassen, zu einer Grundausstattung von Tektofix gehören 64 Spannschuhe. Natürlich kann man immer mehr bestellen, aber das ist quasi der Standard. Das hier ist noch eine besondere Auflage und zwar ist das eine Auflage für eure Grat- oder Kehlsparren. Die müssen natürlich so ein bisschen breitere Auflage haben. Da hinten seht ihr den zweiten, damit ihr sie schräg auflegen könnt. Einen Anschlag braucht ihr dafür nicht, weil ihr sie ja mit den Sparren verschraubt. Das heißt, die richten sich dann automatisch richtig aus. Und das Ding ist auch ganz einfach verschiebbar, da wo ich es brauche. Apropos verschiebbar, ihr seht, diese Längsträger haben natürlich eine ganz schöne Länge und auch ein gewisses Gewicht, aber nichtsdestotrotz auf den Schienen, auf denen sie sitzen, lässt sich das Ganze relativ einfach verschieben. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich ziehe hier das Ding mit einer Hand mal eben weg. Ihr seht, wunderbar, ganz easy, alleine machbar und das ist möglich, weil sie auf diesen Schienen laufen. Was ihr hier seht, ist eine Kerbenauflage. So sieht das Ganze aus, sehr massiv. Ja. Und diese Kerbenauflage wird in den Spannschuh montiert, dass man zeigen kann. So. Ja. So, und ihr seht, ihr könnt eure gekerften Sparren hier schon einlegen und habt dann automatisch den richtigen Abstand zu den anderen und ihr müsst vor allen Dingen keinen Schwellenanschlag mehr verwenden, sondern seid quasi komplett ausgerichtet über die ganze Länge. So, dieses interessante Teil ist die Pfettenauflage. Wird unten in den Flansch des Längsträgers eingehängt und dann kann man das hier quasi einstellen in der Neigung. Hier wird quasi die Pfette aufgelegt. Hier über diesen Spanner wird nachjustiert. Es wird nicht mit Gradzahlen gearbeitet. Ihr legt einfach euren schon zugeschnittenen, abgebundenen Sparren hier rein und habt dann könnt die Neigung quasi automatisch anpassen. Und dann legt ihr später einfach die Fürstfette hier rein und könnt das Ganze miteinander verbinden. Wenn ihr eure Balkenlage oder eure Sparren hier nochmal bearbeiten wollt, dann müssen sie natürlich zusammengelegt, zusammengeschoben und ausgerichtet werden. Dazu gibt es den sogenannten Schwellenanschlag. Das sind diese Teile hier.
Ja? Ihr seht, hier kann einfach ein Holz eingelegt werden, aber auch ein Stahlträger. Und damit habt ihr automatisch den rechten Winkel zur Längsachse der Sparren. So, und damit das Ganze richtig zusammengeschoben werden kann, gibt es hier noch diese Spannvorrichtung. Das funktioniert nicht mit Drucklift, nicht hydraulisch, sondern mit dieser Mutter. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar braucht ihr dazu einfach eine Nuss und einen Akkuschrauber. Und dann könnt ihr eure Sparren oder eure Balkenlage komplett zusammenschieben und könnt sie wunderbar bearbeiten. So, hier seht ihr die Fettenablage nochmal in Action sozusagen. Das heißt, hier liegt er auf. Ja, das Ganze ist angepasst. Hier ist der Sparren schon montiert. Ja, und ihr könnt natürlich hier auch schon die raumseitige Beplankung, Verschalung einbauen, luftdichte Ebene, Sparren und dann Unterspannbahn oder was auch immer noch oben drauf kommt. So sieht das Ganze aus. Und so geht das als vorgefertigtes Element auch raus aus der Werkstatt. Ich weiß, ihr werdet jetzt fragen, was kostet die Amsel denn für euch? Bauer hat hier mal eine Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgestellt, aufgedruckt sozusagen. Und das für euch Wichtige ist diese Zahl. Und das ganz Wichtige ist dieses Zeichen. Und das heißt, im Schnitt, muss man dazu sagen, im Schnitt würdet ihr für so eine Anlage 75.000 Euro investieren. Das Ganze amortisiert sich aber, je nachdem wie groß ihr seid, wie viele Dächer oder Decken oder was ihr sonst macht, ihr im Jahr fertigt, amortisiert sich das Ganze in, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren. Tektofix ist nicht nur für Zimmereien, die automatisiert vorfertigen, also die einen Hundegger oder einen Mannmann zu Hause stehen haben, sondern das ist auch, sage ich mal, in Kombination mit klassischem Abbund durchaus machbar. Ihr braucht also nicht eine Hightech-Ausrüstung dafür. Das ist schon Hightech genug und damit könnt ihr eure Produktivität schon um einiges steigern.